Heute wollen wir mal Benchmarking machen, und zwar mit dem Framework Benchmark.net. Mal schauen, welche Implementierungen schnell sind. Also ihr habt Sortieralgorithmen, ihr habt bestimmte Algorithmen oder Ideen, oder ihr wollt wissen, welche Initialisierung von Arrays ist effizienter als eine andere. Diese Benchmark.net sagt euch die Antwort. Und wie das geht, das schauen wir uns diesmal im Video an. Gut, als erstes installieren wir mal in einer Konsolenanwendung einfach dieses NuGet-Package benchmark.net, ja, in der Version 0.13, aber es ist schon ein ganz schönes Ding. Ja gut, das installiert jetzt mal, und während das hier arbeitet, fangen wir schon mal an, ja, die Lizenz natürlich alle lesen und akzeptieren, das wäre nicht schlecht. So, und während das hier mal tut, machen wir Folgendes: Wir bauen uns hier eine neue Klasse in unserem Projekt, die nennen wir jetzt mal zum Beispiel Datetime Benchmark. Und in diesem Datetime Benchmark wollen wir verschiedene Sachen testen. Und zwar wollen wir testen, also eigentlich nur eine einzige Sache, wir wollen testen, ob UTC Now schneller ist oder nur Now, ja, und zwar von dem Datentyp Datetime. Also Datetime.now versus Datetime.utcNow. Und damit dieser Benchmark ein richtiger Benchmark ist, brauchen wir natürlich ein entsprechendes Using von benchmark.net, und zwar Attributes. Dieses Attributes erlaubt uns jetzt über diese Methode, eigentlich ist es sehr ähnlich wie bei Unit-Tests, einfach Benchmark drüber zu schreiben. Ja, und zwar über beide Methoden. Diese beiden wollen wir miteinander vergleichen. So, und wenn wir das gemacht haben, in der Program.cs müssen wir jetzt diesen Benchmark einfach nur anstarten. Ja, das heißt, wir sagen hier benchmark.net.benchmarkrunner, der ist im Namespace engines benchmark running besser. benchmarkrunner.run, und wenn soll er laufen lassen? Diese Instanz. So, wunderbar, wir lassen das mal laufen. Das dauert jetzt auch ein paar Sekunden, er macht die Workloads etc. pp. Und natürlich habe ich das als Debug gestartet, was überhaupt nicht gut ist. Ja? Und dieser Benchmark muss public sein und nicht internal. Also public, mal kompiliert, nein, nicht auf Debug kompiliert, sondern auf Release kompiliert. Wenn wir schon Speedtests machen, dann bitte auch auf Release kompiliert, das macht durchaus Sinn. So, Release. So, dann komprimieren wir das. Oh, Build Solution vielleicht nicht. Nein. Build Debug, Start Without Debugging. Ja, Ctrl F5. Und jetzt sehen wir, dass er hier mal irgendwo losstartet. So, braucht ein bisschen. Macht ein bisschen Workload. Macht ein bisschen Overhead. Also, all das hier macht er natürlich für alle möglichen Benchmarks, die wir ihm geben können. Das heißt, es kann auch, wie man schon sieht, dieses Mikroprogramm, wo wir nur ganz kleine Kleinigkeit testen, schon ein bisschen dauern. Wenn wir dann große Benchmarks haben, wo es wirklich um was geht, dann kann es auch wirklich ein bisschen dauern, bis wir Ergebnisse haben. Aber die Ergebnisse können ja durchaus aussagekräftig sein. So, erarbeitet. Und dann schauen wir mal, was er rausbringt. Also einfach wie bei einem Unit-Test eigentlich geschrieben, hier Benchmark und los geht's. So, und hier ist schon das Ergebnis. Da ist es spannend. So. Sehen wir noch Histogramme etc. pp., aber das Wichtigste ist das hier. Ja, die Methode UTC Now, also die wir hier hatten, wo wir nur UTC Now aufrufen,
die braucht. Im Schnitt sozusagen 27 Nanosekunden, während Now 160 Nanosekunden braucht. Ja, also das ist schon ein Unterschied von der Geschwindigkeit. Ja. Und wir können nicht nur das hier machen, wir können ihm auch sagen, braucht wer wenig irgendwelchen Speicher. Also gibt es noch Standardabweichungen, statistische Kenngröße, wie stark dieses Now, also dieses Ergebnis schwankt. Natürlich je weniger, umso schöner ist es, wie groß ist der Schätzwert, der Schätzerror. Aber wir können hier auch sagen Memory Diagnoser. Und wenn wir den dazugeben, müssen wir natürlich neu starten, dann checkt er uns auch noch den benötigten Speicher, wie viel Speicher allokiert wird. Und ja, dann misst ihr auch den Speicher noch und dann können wir noch sagen, okay, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ich habe so zum Beispiel, haben wir mal analysiert, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, ein Array zu initialisieren und welche ist wirklich am schnellsten oder auch am speichersparendsten. Ja, Spoiler, es ist im Allgemeinen nicht New Int Array. Gut, lassen wir das nochmal laufen. Und wenn er dann soweit ist, der alte Rechner hier, dass er die Benchmarks durch hat, dann sehen wir jetzt, wenn es wahr ist, auch den benötigten Speicherplatz, den er allokiert und reserviert, um diese Operation durchzuführen. Also dieses Daytime Now oder Daytime UTC Now, also die Greenwich Time Zone sozusagen, ohne Sommer-Winterzeit. Ja, Daytime Now ist deswegen langsamer, weil er umrechnen muss auf die Zeitzone, auf Sommer-Winterzeit etc. pp. Okay, allocated hat er in dem Fall nichts, hat er vielleicht auch wegoptimiert. Hilft uns jetzt nicht, sonst würden wir hier noch sehen, wie viel Speicher hat er allokiert. Na, gut, möglicherweise kommt ihr damit jetzt auf ein paar Ideen, wo ihr mal euren Code analysieren könnt. Und wenn euch das mit den Array-Initialisierungen interessiert, lasst ein Like da oder schreibt es in den Kommentaren, dann mache ich euch ein Video dazu. Bin jetzt über den Sommer eh sehr nachlässig gewesen, was das Thema anbelangt. In diesem Sinne viel Spaß beim Ausprobieren, benchmark.net. Danke dem Autor für dieses Projekt. Eine gelungene Sache, die uns hilft, besser zu werden.